Ab nach. Ins Ödland. Ab ins Ödland. Mein Trinken ist auch da. Ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. So. Schwere Waffen sind für gewöhnlich groß. Sagt es nicht der Name? Schwere Waffen? Groß, schwer. Alles, weißt du? Schwere Waffen sind für gewöhnlich groß. Ja. Sperrig, ja, aber die machen halt mega Schaden. Aber ich möchte es nicht. Ich möchte ein bisschen auf mein Gewehr bleiben. Vielleicht habe ich ja Glück. Und wir kriegen irgendwann jetzt halt mal was Gutes. Zumindest in unserem Level eine Handgefertigte. Wäre ja ganz cool. Wir müssen ja nicht unbedingt gleich eine Leggy haben. Aber zumindest, dass wir mal in unserem Level ganz gut Schaden drücken könnten. Oder ein bisschen mehr Schaden machen. Bis jetzt haben wir ja eigentlich fast alles gut überstanden. Dafür, dass unsere Waffen einfach noch veraltet sind. Kommen wir trotzdem ganz gut durch, finde ich. Oh, ich habe immer noch eine sterbliche Überreste. Ich will doch keine. Habe ich jetzt eine Mutation oder nicht? Habe ich jetzt eigentlich eine Mutation oder nicht? Empathie. Nee, wir haben noch eine Mutation. Pass mal auf. Vor allem Empathie will ich nicht. Empathie ist doof. So, wir nehmen jetzt erstmal Essen und Trinken und holen uns hier den perfekten Kaugummi. Dann hauen wir uns mal einen Red Away rein. Und trinken mal aufbereiten. Trinken gar nichts. Danke, ich habe mich erholt von der Empathie. Wer will denn schon Empathie? Mir kommt das Spiel so leise vor. Was ist er denn? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das war. Oder die Türmchen. Ich habe keine. Ich war's. Ist das Spiel heute so leise oder? Kommt mir das gerade nur so vor. Warum ist denn irgendwie gefühlt alles so mega leise momentan? Kriege ich einen Hörsturz? Nee. Bis auf die Musik ist... Okay, ich kriege einen Hörsturz. Dann mache ich es mir einfach lauter. Am Headset. Baue Beckett's Camp. Ja, habe ich doch schon. Wir müssen eh ganz viel finden noch. Wir haben noch ein paar Missionchen offen. Was ist das? Optional. Das ist... Keine Ahnung was. Liegt die über... Ja, da fehlt mir ja die Schaufel. Ich hab doch keine Schaufel. Wo wollten wir denn eigentlich das letzte Mal ein bisschen... Halt den Rand. Ich denk grad laut. Lass mich in Ruhe. Wo wollten wir... Oh, Level 2. Wo wollten wir denn hin? Top of the World. Voll die Madigans Spur. Das können wir nicht, weil wir erst da rein müssen. Wir wollten doch irgendwo rumlaufen. Wollten wir hier noch nicht irgendwo rumlaufen? Nee, wir wollten hier rumlaufen, genau. Was ist das? Sammle Wasserdaten ein, löse das Rätsel. Ich bin ganz schlecht für Rätsel. Und zwar Poseidon-Kraftwerk. Die Straße uns hier, genau. Wir arbeiten uns mal langsam ein bisschen rum. Hier haben wir jetzt alles. Also ab zum Umspannwerk. Poseidon, bla 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 bla. Ab hin mit uns. Ist irgendwas in die Luft geflogen. Ich hab's genau gehört. So, wir machen jetzt noch 2 Stündchen Fallout. Und dann mache ich auch langsam Schluss, damit ich langsam runterfahren kann. Also noch bis 9. Ein bisschen runterfahren kann, damit ich dann auch einschlafe für morgen. Weil ich brauche dann immer ein bisschen. Verstehst du? Ich brauche dann immer so 1-2 Minuten, bis ich wirklich dann wegkomme im Kopf. Oh, guck mal, hat da einer so ein Camp? Da sind Luftballons. Und da sind Gegner. Oh Gott, jetzt hast du mich erschreckt, mein Freund. Oh Gott. Ich brauche mal kurz die Schrotze. Sonst treffe ich euch nicht. Zack. Ich treffe Viecher, die nah sind, nicht.
Okay. Baumstamm. Okay. Ist echt so, ich treffe Viecher, je näher die Viecher sind, desto schlechter treffe ich sie. Hat da einer vorne sein Camp? Lass mich erstmal nachladen. Gibt's hier was zum Gucken? Nö. Lauf mal die Straße entlang. Da hat doch einer sein Camp. Ich sehe doch Luftballons. Nö. Dieser? Du bist nicht dieser. Oh. Komm. Kaufe ich mal. Ich kann dir aber nichts verkaufen, oder? Na doch, hier. Nimm das. Nimm das. Ich glaube, dann haben wir. Ja, wir haben trotzdem miese gemacht, aber hey. Komm, nimm das. Ein bisschen miese haben wir gemacht. So. Aber hey, ich habe zwei neue Rezepte. Aber ich wusste das gar nicht, dass da was ist. Kann ich mal darüber ein bisschen rumsnipen? Worauf schießen sie denn? Das ist er weg. Habe ich denn? Nee, im Leben habe ich denn. Da ist ein Eingang da rein. Ich laufe da mal sonst warum. Ich wollte gerade noch ein bisschen rumballern. Warte mal, das eine war doch einer mit Ding. Lass mich mal da rein. Da. Au. Wie kommt man denn da eigentlich rauf? Also so eigentlich, wie es sich gehört. Aber ich kletter da immer sonst wo rum. Da nicht. Das war ein guter Hit, mein Freund. Naja, habe ich einen Stim reingeschmissen. Zum Glück habe ich ja da die coolen Sachen. Oder halt eins, was mich rettet. Weil ich da gar nicht drauf schaue. Muss ich halt auch ehrlich gestehen. Hier wird irgendwo geschossen. Benötigt Terminal. Das Terminal ist innen. Wollen wir es machen, wie ich sonst auch mache? Chup. Chup. Kletter einfach über den Stacheldraht drüber. Dann laufen wir hier rum. Was? Was? Wo denn? Wo denn?
Wo zur Hölle? Ah. Oh, jetzt ist er runtergefallen. Da war... Ich hab den gar nicht gesehen. Ich hab den null gesehen. So. Die sind da unten reingefallen, ne? Schaut sehr stark danach aus, dass er, ob die da unten reingefallen sind. Tür auf. Dann gucken wir mal hin, da habe ich doch... Wo habe ich denn den erledigt? Hab ich doch irgendwo hier durchgeschossen. Ah, der liegt hier, müsste hier liegen. Wo ist er denn? Da war doch einer mit Sternchen. Nur deswegen bin ich hergelaufen. Krux traurig. Keiner mit Sternchen. Nur deswegen bin ich hergelaufen. Schade. Da. Wir gehen jetzt einfach trotzdem weiter. Chip. Flop. So, da haben wir die zwei Rezepte schon gekauft bei dem gerade eben. Das Limonadending. Hier wird ein bisschen geballert, ha? Da ist gerade was hochgegangen. So, ich will die Straße weiter entlang laufen. Weil Straßen sind schön. Oh, hier ist wieder ein Blutaderlager. War ich bei den Turm da drüben noch nicht? Doch, doch, war ich schon. Blutadlerlager? Blutadlerlager. Da. Ich habe den Verdacht, das wird oben am Berg sein. Ich sehr stark den Verdacht. Aber wir laufen einfach mal hin, werden wir schon sehen, ob es oben am Berg liegt oder nicht. Und irgendwie kommen wir eh immer einen Berg rauf. Ich habe ja Kletterkünste. Und ist hier auch noch ein Camp gleich ums Eck, oder? Jo, da. Oder ist es hier auf der anderen Seite des Berges? Das hoffe ich jetzt aber mal nicht. Sehe ich das hier? Ja, ich sehe es. Ich weiß noch nicht, ob ich da rankomme. Ach so. Gerade gedacht, was leuchtet denn da blau? Wie komme ich da ran? Ich glaube, von hier sehr schwierig, ja? Da muss ich echt von oben irgendwie machen. Aber wir gucken trotzdem mal. Da drüben hat der Berg ein bisschen besser ausgeschaut. Also wir sind schon nah dran. Ah, okay. Ich komme hier hin. Kommt ihr? Komme ich hier noch irgendwie an den High Ground gerade ran? Dass ich ein bisschen reinsnipen kann. Gefahr. Wow. Übertreib halt. Ich bin gar nicht da. Lass mich mal hier weg wieder kurz. Ich bin gar nicht da. Also weil auf der Rakete habe ich nicht so richtig Bock. Die gehen halt mal hart vorbei. Wo sind sie? Kommt da gerade einer näher? Au! Au! Au!
Also was ist denn heute los, Mensch? So, du weg. Der hat gerade Friendly Fire bekommen. Oh cool, eine Rohrzange. Ich muss auf die Snipe gehen. Ja. Das war ein richtig geiler Headshot. So, einer weg. Der ging vorbei. Der ging auch vorbei, okay. Der ging ins Kreuz. Wie ging denn der? Wie kann denn der vorbeigehen? Okay. Du, du, du. So. Ich glaube, jetzt haben wir sie alle. Zur Not gehen wir einfach auf die. Laden mal kurz durch. Dude. Oh, der hat den Raketenwerfer gehabt. Auf Raketenwerfer hatte ich gerade nicht so Bock. Aber Respekt, der hat mich gut getroffen, obwohl die Rakete deutlich über mir ging. Hat guten Explosionsschaden gehabt. Nehme ich mit. Dude. Wo sind die anderen alle? Cliffwatch. Okay. Das passt irgendwie. Sind weg. So, ich nehme mit. Ihr kennt mich. Ich nehme alles mit. Und alles mit. Und grundsätzlich alles mit. Da, da, da. OP-Besteck. Knochensäge. Da. Glückswackelpuppe. Auf jeden Fall. Ein Flansch kann man auch immer brauchen. Hundefutter sowieso. Gibt's ja nichts. Ah. Doch. Ah, Bierflasche. Gucken wir mal kurz noch da. Oh, nice. Haben wir Munitionskiste. Habt ihr nichts zum Kleinmachen da? Schaut echt nicht so aus, ob die irgendwas zum Kleinmachen da haben. Ich vermisse auch gerade irgendwie das Banjo. Da hat doch einer Banjo gespielt. Und da ist ein Safe. Den machen wir drauf. Ja. Zack, offen. Zack, jetzt bin ich zu schwer. Wo ist denn das Banjo? Ja, das ist Banjo. Komm, wir spielen eine Runde Banjo. In der Zeit kippe ich mir was zum Trinken nochmal rein. Ich warte gerade auf den Buff, wo bleibt er denn? Bisschen Banjo spielen. Da ist er, ich gute Stimmung. Zack, jetzt habe ich gute Laune. Bisschen guter Stimmung. Habt ihr ernsthaft keine Werkbank? Ist doch nicht dein Ernst. Da war eine Falle. Schade, kein Schrott. Komme ich von hier aus zu seinem Camp? Ich kann gerade nicht schnell reisen, aber ich denke schon, wenn ich zu seinem Camp laufe, dann habe ich eine Werkbank. Dann muss ich nur hier wieder runterlaufen. Ich hoffe, dass ich zu seinem Camp komme. Aber hier soll ja irgendwo ein Weg sein.
Ich weiß noch nicht wo. Wo ist der Weg? Ist das der Weg, den du hier mir anzeigst? Nö. Komm ich hier rauf? Ich laufe mal zu seinem Camp. Es ist hier oben. Deswegen laufen wir einfach mal den Feldweg hier entlang oder den Trampelpfad. Den Wanderpfad. Wanderpfad ist das Wort, was ich gerade gesucht habe. Laufen wir einfach mal hier hoch. Guck mal, genießen die schöne neblige Aussicht, die sehr nebelig ist. So, sein Camp ist ja gleich da oben. Da, 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 da. Oh, dann könnten wir eigentlich auch wirklich hier oben gleich was holen. Leuchtendes Harz. Ich hoffe, er hat sein Camp offen. Lass mal da rankommen. Ja, das war dein Blut. Au. Au. Warte mal kurz. Ich hab keine Angst vor dem Tod. Gut. Ui. Da ist nicht gerade was in die Luft geflogen und das wollte ich nicht unbedingt abkriegen. Hätte ich wohl einfacher machen können. Ich war ein bisschen überrascht. Hey, Knallbären! Hm, klebriges Harz? Nee, leuchtendes Harz nehme ich auch mit. Leuchtet. Was macht es? Es leuchtet und klebt! Wo ist denn sein Camp jetzt? Hier, in die Richtung. Ich will doch nur zu seinem Camp. Während ich eine Nachricht kriege. Wer schreibt mir denn jetzt? Ich habe eine Sprachnachricht. Es ist schwierig, gerade eine Sprachnachricht anzuhören. Es ist verdammt schwierig, gerade eine Sprachnachricht anzuhören. Ich antworte mal kurz in der Sprachnachricht. Du, es ist schwierig, gerade eine Sprachnachricht anzuhören, weil ich streame. Weil ich will sowas, ich will, wenn mir jemand schreibt, sowas. Wo, ach, da oben hat er sein Camp. Das ist auch geil. Oh. Warte mal kurz, ich mach mal kurz stumm. So. Ich will doch nur sein Camp. Das ist hier oben. Ich will doch nur dahin. Ja, bitte, 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 bitte. Hab irgendwo Werkbanken. Mein einziger Wunsch, eine Werkbank. Aber natürlich. Also ich würde mich wundern, wenn jemand kein Werk. Cool. Und er hat die Türen offen. Das ist ja noch schöner. Aber es ist geil. Okay. Mal wieder was Neues probiert? Hast du irgendwo eine Werkbank gesehen? Außer das Kochfeld. Hier ist ein Camp. Hier ist ein hier ist ein Verkaufsding. Oh, geil. Verwerten. Oh, der hätte auch so ein Munitionsding. Oh, das wäre halt auch geil. Der hätte so ein Munitionsding. Auch eine schöne Waffe. Aber ich habe nichts für Laser zum Damage drücken. Oh, Kampfrüstung, Brustteil habe ich aber schon. Leider habe ich es schon. Sogar in dem gleichen Level. Deswegen bringt es mir nichts. Gut. Was? Munitionsumwandler. Hast du hier eine Kiste? Oh ja. Das ist halt, wenn du einen Munitionsumwandler hast. Hier, dann ist es halt echt geil. Wir werden uns natürlich jetzt ein bisschen damit beschäftigen. Aber ich kann die Chance halt einfach nicht entgehen lassen. Deswegen schnappe ich mir einfach jetzt alles, was ich habe. Auch wenn ich zu schwer bin. Es ist mir egal.
Ich auch. So. Also, Munitionsumwandler. Drehen. Achso. Punkteumwandler. Bitte. Und zwar für ballistische hohe Feuerkraft. Und zwar will ich... Warte mal, Kaliber 50 brauchen wir. 5 mm. Verkaufen. Okay, geht nicht. Echt jetzt? Habe ich so wenig? Genau, weiß ich auch nicht. Jetzt werden wir halt ein bisschen Zeit verbringen oder auch nicht. 44er. Ich hoffe jetzt einfach mal 100 geht. Nee, geht nicht. 10 geht. Weil dann wären wir in unserer Kiste das Gewicht los. Und nicht nur in unserer Kiste ist das Gewicht ein bisschen los und wir kriegen Munitionspunkte und können uns halt einfach ein bisschen was holen. Ich hätte auch gern so einen Munitionsumwandler. Hätte ich auch sehr gerne in meinem Camp, aber geht halt leider nicht. Ist halt leider jetzt ein bisschen Arbeit. Aber hey, wir haben das schon lange, lange, lange nicht mehr gemacht. Muss ich auch zu sagen. So, 5,56 brauchen wir. Das ist ja meine Lieblingswaffe. Ballistische Waffen. 10 mm. Ich glaube, davon haben wir aber auch viel. Aber keine 2400 Schuss. Sag ich doch. Aber 240 Schuss haben wir. Und nochmal 240 Schuss. Jetzt nicht mehr. Was noch cool wäre, wenn das dastehen würde, wie viel Munition du davon hast. Aber das steht halt leider nicht da. Wenn wir Pech haben, müssen wir sowas 9-mal machen. Hier. Okay, geht nicht mehr. Wunderbar. 38er brauchen wir auch nicht. Ich muss immer auf meinen Spickzettel schauen. Werde ich nicht haben, oder? Sag ich doch. Was man in den spießigen alten Kochsendungen vor dem Krieg wohl über die Ödlandküche gesagt hätte. Keine Ahnung. Erfinderisch? Einfallsreich? Irgend sowas? Vielleicht? Irgend sowas, bestimmt. So. Ich glaube, ich mache wirklich nur die 10er und nicht die 1er. Die spare ich mir. 38er brauche ich sowieso nicht. Habe ich nicht, war klar. Die 1er spare ich mir, weil das dauert zu lang. Das bisschen können wir sparen. Taki hatte ich hinzugefügt zu einer Gruppe, ja. Das erste, was ich jetzt erstmal mache. Mehr. Wo kann ich die Gruppe stumm schalten? Benachrichtigung stumm schalten, immer. Danke. Weil ich Gruppen gar nicht mag. Das hat er mich nicht gefragt. Mich nerven Gruppen. Da wird, kriegst du einfach zu viel zu viel Nachrichten. Ja! Glück gehabt. 45er haben wir ein bisschen mehr losgeworden. Ja, nicht mehr. Schade. Oh. Hat ganz genau gereicht, oder? Kaliber 50 Kugeln. Davon habe ich ein paar. Aber nicht so viele. Sag ich doch. Einmal konnte ich verkaufen. Schrotflintenmoni, nö. Nö, 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 nö. Habe ich ja immer noch. Was ist schon? Ja, okay. Energiemunition. Wir kommen ja... Kryozellen. Ich glaube, davon habe ich keine. Sag ich doch. Zwei elektromagnetische habe ich ein paar. Aber auch nicht genug zum Verkaufen. Okay. Plasmakartuschen. Ich gehe einfach mal durch. Wenn ich es nicht habe, habe ich es nicht. Habe ich auch nicht genug. Okay, Fusionszellen. Davon habe ich ein paar. Das weiß ich. Aber keine 3000 Schuss. Flammenwerfer.
War auch klar. Gut, dann haben wir das auch alles durch. Explosionsmunition. Mini-Atombomben. Ich glaube, da habe ich ganz, ganz wenig. Und da lohnt sich auch, ja, zumindest hier auf einfach zu verkaufen gehen, weil du ja trotzdem ziemlich viele Punkte bekommst. Nein, war klar. Was denn jetzt? Warum gleich zwei? Warum zwei Gruppen? Okay. Keine Ahnung. Wir verkaufen weiter 40mm Granaten, weil da habe ich wirklich, naja, einige. Ja, weg damit. Noch mehr weg. Da gibt es halt auch wenigstens ein paar Punkte, da lohnt sich das einfache Verkaufen noch. Okay, immer noch? Okay. Immer noch. Habe ich da so viele? Okay, jetzt haben wir es. Dann haben wir noch Raketen. Davon habe ich auch einige. Oder auch nicht. Okay, das jetzt wird es mal zu doof. Andere Munition, hohe Feuerkraft. Gamma-Patronen. Wenn ich es nicht kann, kann ich es nicht. So, ich gehe nicht mehr auf die Einser. Dafür bin ich einfach zu faul. Pfeile. Okay. Ey, wenn wir eh schon dastehen. Es ist, ich weiß, es ist zwar ein bisschen nervig für euch. Es ist auch für mich nervig. Da das alles durchzutippen. Aber ich mach's einfach. Geringe Feuerkraft. Leuchtfackeln, da habe ich bestimmt einige. Nein? Harpun? Das ist schön. Was? Warum? Das alter Stock zu Staub zerfällt? Das gibt's doch nicht. Ach komm. Injektor-Munition. Ja. Nice. Habe ich da noch mehr? Nein. Okay, dann gehen wir auf hohe Feuerkraft. Und kaufen uns 5,56 mm. Für unsere ganzen Punkte. So, und noch einmal. Dann haben wir noch 1850 Punkte über. Das passt schon so. Wir können rausgehen aus dem und müssen mal kurz an unserer Kiste, oder an der Kiste ein bisschen ausmisten. Und zwar Munition, dass wir nicht wieder selbst überladen sind. So. Dann haben wir an sich, denke ich, ganz, ganz gut ausgemistet. Boah. Fast 2000 Schuss. Ein bisschen viel Fusionskerne. Dass ich die Fusionszellen nicht loswerden konnte, wundere ich mich gerade. Kryozellen, Leuchtfackel. Pfeile, Plasmakartuschen. Raketen. Schrot brauche ich auch nicht so viel. Ich würde einfach mal so 50-50 machen oder ein bisschen weniger wie 50-50, das ich dabei habe. Zack, 200 Schuss Schrot. Das passt und hier brauche ich auch. Also ich sag mal, wenn wir mit 1000 Schuss rumlaufen, reicht das, ist das vollkommen akzeptabel. Oder nicht ganz 1000 Schuss, ist auch in Ordnung. Kann ich noch Schrott lagern? Gesamten Schrott lagern, danke. Und ich bin schon wieder mega schwer irgendwie hier. Hä? Warum bin ich denn schon wieder so schwer? Ich sehe es schon. So, gucken wir mal, ob wir. Das kennen wir ja schon hier. Ich will ja eigentlich jetzt hier runter. Das ist aber vielleicht keine gute Idee, ja? Nein.
Zum Glück haben wir unseren Schrott. Was? Unserem Schrott weg. Ja, dann gehe ich wieder dahin. Zum Glück haben wir gerade unseren Schrott weg, aber cool, dass er noch einen Stimpack reinschmeißt. Aber hey, wir haben jetzt nichts verloren dadurch. Also, tut nicht weh. Ganze Schrott und Munition haben wir ja gerade aufgeräumt. Scheiße. Ich hätte gedacht, das schaffe ich noch. Weil da noch so ein kleiner Vorsprung war. Bin ich aber ganz aber runtergerutscht. Schade. Schade, schade, schade. So, ich laufe jetzt trotzdem. Also mein Todespunkt ist mir egal. Weil da liegt nichts. Welt-Challenge. Okay, ja. Wir laufen jetzt einfach mal rauf. Wir haben nur noch ein bisschen was zum Gucken und das machen wir jetzt auch. So. Meine Ausdauer geht nicht runter. Jetzt geht sie runter. Warum ist jetzt die Ausdauer nicht runtergegangen? So, da war das Blutadlerlager. Da ist alles aber noch uninteressant. Wir laufen weiter. So. Abgestürztes Flugzeug. Es wäre hier. Kennen wir aber schon. Horizon Rest. Ich würde sagen, wir laufen einfach weiter hier rauf. Also nicht kennen wir schon. Da waren wir noch nicht. Wo ist denn mit dir kaputt? Was ist das für eine Belohnung? Oh, ich kann ja sogar schon mehr einfordern. Zack. So, eingefordert. Hey, ich habe gleich zwei auf einmal gekriegt. Ach komm, ich nehme alles mit. Hätte ich mir denken können, dass das eine Falle ist. Alter, habe ich gerade viel Score-Punkte gekriegt. What the hell? So. Aber habt ihr gesehen? Dreimal habe ich den Kopf zerjagt. Also ich bin fast stolz auf mich. Aber nur fast. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Da unten ist ja auch noch Greg's Mine Supply. Da waren wir auch noch nicht. Dass wir da noch nicht waren? Sind wir hier nie runtergelaufen? Okay. Aber wir sehen es ja schon auf der Karte. Ist ja nur noch ein Punkt, wo wir mal nochmal hin müssen. Bleib auf der Straße. Straßen sind schön, Straßen sind toll. Auch wenn Fallen auf uns warten, wir nie alleine sind. So ein Ding hätte ich halt gern zum Fahren. Ich glaube, das wird das letzte sein, was es in Fallout geben wird. Laufe ich jetzt Autos. Das war schon immer so. Hätte ich gern. Da ist auch noch was. Aber wir laufen einfach mal weiter. Die Straße entlang. Chop. Chop. Das ist Springen viel mehr Ausdauer. Du wirst so gut schmecken. Komm zurück. Du bist mein Abendessen. What the hell? Wie schnell ist der? Könnte ich das Fleisch haben? Ich habe tagelang nichts zu essen gehabt. Danke. Nimm. Du weißt gar nicht, wie hungrig ich bin. Gott segne dich. Dafür warst du verdammt schnell, mein Freund. Danke nochmal. Gibt es einen Pluspunkt für die Siedler? Ich glaube nicht.
Aber what the hell war der schnell? Was hat denn der genommen, dass er so schnell war? Hat er eine Rakete im Hintern gehabt? Okay, ich habe irgendwas gehört. Aber muss ja anscheinend. Dann gehen wir hier rüber zu dem Funkmast. Lebt hier was? Lebt hier was oder lebt hier nichts? Hier lebt was. Du wirst mich doch verarschen, dass ich den da doch nicht treffe. Hilfe? Ich häng. Bin wieder versteckt. Bis? Schieß ich dir in den Arsch. Ist mir auch egal. Von irgendwas habe ich Erfahrungspunkte gekriegt. Lauf doch weiter. Versteckt. Lass mich kurz nachladen. Hä? Hab ich aber wenig Treffsicherheit mit aus der Hüfte mit der. Okay. Ich hätte jetzt mehr. Habt ihr überhaupt Loot? Mehr Treffsicherheit aus der Hüfte erwartet, aber gut. Alles mitnehmen? Natürlich, alles mitnehmen. Gut, Salzpfeffer jetzt nicht unbedingt. Ich wollte schon immer eine Vase in meinem Haus haben. Ein schönes Blümchen. Telefon. Kann mich auch wer anrufen. Ventilator. Ein Safe. Den machen wir doch gleich auf. Ein Safe machen wir. Ja! Machen wir gleich auf. Da ist er offen. Nice. Dann schauen wir mal hier. Zucker. Gewürze. Was ist im Kühlschrank? Fancy Ladies Kuchen. Ich bin halt eine Fancy Lady. So, du? Hast nix? Wo hab ich den anderen weggemacht? Okay, wenn hier was zum Kleinmachen ist, dann nehme ich noch mehr mit. Dann kann ich mich nicht zusammenreißen. Oh, da ist noch was zum Kleinmachen. Ich bin im Paradies. Gibt's hier sonst was? Außer einem Parkplatz? Oh, ich kann sogar... Bastelwerkbank. Ich werde immer glücklicher. Ski. Natürlich, ich wollte schon immer Ski fahren. Nein, eigentlich gar nicht. Warum will ich nicht Ski fahren? Draußen ist mir einfach zu kalt. Ich mag den Winter nicht. Draußen ist mir einfach zu kalt. Warum draußen sitzen, wenn es kalt ist? Wenn auch schön im Warmen sitzen kann und zocken kann. Und zum Beispiel den Ski-Region-Simulator spielen kann. Wo man mit einer Pistenraube rumfährt. Das war damals auch lustig. Ist auch schon lang her, wo wir das damals gespielt haben. Also wirklich schon lang. Boah, ich fühle mich schon wieder so alt. Habe ich momentan öfter so ein bisschen so Momente, wo ich mir denke, jupp. Mittlerweile machst du das lange. So. Noch irgendwas? Noch ein Komposit-Ski. Daraus könnte man doch das Skischwert bauen, gell?
Aber ich habe halt auch nichts für Nahkampf oder so. Also es wäre halt auch sinnfrei, wenn ich das baue. Okay. Chup. Putz. Kultistenklinge. Schießschwert. Ist sogar da. So. Holzteil, Holzbrustteil. Skioutfit. Oh. Schneid leider nicht. Wobei ich aber sagen muss, wäre glaube ich auch cool, wenn hier im Winter Schnee liegen würde. So, wir haben hier alles. Wir können jetzt natürlich die Straße... Da sind drei Freunde, würde ich mal sagen. Die Straße weiterlaufen. Oder ich laufe hier und hier hin. Erstmal, aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir uns hier irgendwo verglitschen. Und dann hängen bleiben. Nee, ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es da bergab geht. Ich dann irgendwo runterspringen muss. Und ich mich wieder auf die Schnauze lege. Ohne dass ich es will. Ich hole mir jetzt auf jeden Fall mal den Sendemaster vorne. Ich hasse es. Eigentlich hätte ich gerade das Holz mitnehmen sollen. Wir haben nicht viel Holz, denke ich. So, einmal dahin. Da ist ja an sich noch einiges, was wir sehen müssten. So, gucken wir mal kurz. Supermutanten, ha? Huh? Musst du dich bewegen in dem Moment, wo ich schieße? Ist das dein Ernst? Das ist aber nur er da, oder? Er ist weg. Nein, ist er nicht. Ich mag das Wetter halt überhaupt nicht. Ich sehe noch nicht mal. Der sich nicht für uns interessiert hat. Wir haben noch Gefahr aktiv. Wo habe ich den weggemacht? Hier. Er beschwert sich, dass wir immer kämpfen wollen. Aber wo ist er? Er ist bestimmt da drin. Okay, verpisse ich mich. Ich bin nicht da. Der hat mich ein bisschen erschreckt.
Aber da müsste noch einer sein. Ach so, ich kriege ja keinen Hunger und Durst. Gerade. Au. So, dann haben wir die auch mal weg. Laser? Laser? Hat doch gerade mit Munition auf mich geschossen. Egal. Jo, mein Freund. Oh, du hast keinen Kopf mehr. Ich bin unschuldig. Ich? Nee, doch. Du hast einen Kopf. Was liegt dann bei dir? Was hast du verloren? Irgendwas hat er verloren. Ich weiß auch nicht was. So. Ich höre den MG-Turm halt schon. Der ist auch bestimmt nicht da. Oh, Knochen. Höhe. Einfach zerfallen. Lass uns mal kurz Zigaretten, Klebeband, Klebeband. Da, 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 da. Okay, Hast du übersehen? Dann haben wir das. Und hier, wie ich es gesagt habe, geht's runter. Das heißt, wir kommen da gerade nicht hin. Das heißt, für uns, wir gehen einfach die 61, 91 weiter entlang. Laufen einfach die 91 entlang, wenn mein Fuß eingeschlafen ist und das sehr angenehm ist. Das kribbelt so schön immer. Vor allem, wenn dann wieder ein bisschen Blut durchkommt. Okay. Zerfällst du? Responder ist Lagersignal verloren, ja. War das hier? Ich weiß nicht mehr, ob das hier war. Irgendwo gibt es ein Haus voller Katzen. Ich habe die Katze verloren. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Wirklich, die Hütte ist randvoll mit Katzen. Bist du ein Flauter? Nö. Du bist ein Stein. Definitiv ein Stein. Aber das war nicht. Das war nicht. Meine Beleidigung war komplex, geistreich, ein wahres Meisterwerk. An Ihnen wäre sie allerdings verschwendet gewesen. Auf den Punkt. Du wurdest beleidigt hinzugefügt. Vom Beleidigungsbot. Okay. Gott, habe ich mich erschreckt.
Also die Mutantenhunde sind stärker geworden. Früher hast du das gar nicht mitgekriegt, wenn die sich beißen. Okay. Ich habe mir noch gedacht, da wird doch irgendwo Zielübungen sein. Habe ich trotzdem davor erschreckt. Ich hab's mir noch so schön gedacht. Weil. Ist er prädestiniert dafür? Kürbisman! Schon wieder ein Blutadlerlager? Da. Oder? Nee. Da oben. Oder? Muss ich da auch hin? Nee. Ach da, okay. Kein Blutadlerlager. Was ist hier? Keine Ahnung. Da. Ich war wirklich im Kopf drauf vorbereitet. Okay. Ist aber kein Riss. Hä? Ich kriege auf jeden Fall in der Nähe von dem Ding Red up. Und darauf habe ich auch nicht so wirklich Lust. Aber es ist kein Riss. Okay. Wir laufen mal weiter, ganz entspannt. Was ist das in die Richtung? Irgendwas. Irgendwas gucken wir uns doch mal an. Irgendwas ist immer gut. Irgendwas ist immer gut. So, also laufen wir die Straße weiter entlang. Da ist schon wieder irgendwas. Vor mir. Hände hoch, das ist ein Überfall. Sunny macht gute Sandwiches. Macht sie? Was schaust du da? Verdammt, keine Kronkorken. Hier liegen aber knapp $200. Tauben sicher zum Feuer anzünden. Ich nehme auch so das andere Zeug mit, also wenn du es nicht willst. Was ist das da drüben? Gartenzwergrot? Warum war da ein Ding drin? Weiß ich nicht. Was ist wo? Ja, such du mal hier weiter vergebens, während ich hier leer räume. Was haben wir denn da? Ist es... Was ist das? Was könnte das sein? Ah, das finde ich gerade cool. Mach mal. Oh Gott. Hast du mich erschreckt? Ernsthaft? Der dünne Sonnensturm-Ding hat ihn beschützt. Okay, also hier sind Verbrannte. So viel übrigens zu dem, wir gehen ab sofort nur noch sneaky vor und sowas, weißt du? Was mache ich? Ja gut, ich habe noch keinen Schalldämpfer. Aber das ist ja eigentlich immer das geringste Problem. Sneaky könnte ich auch so vorgehen. Wo ist denn der andere hin? Da liegt einer. Wo liegt der andere? Wo habe ich den weggemacht? Ich finde ihn nicht mehr. Ist es einfach weg. Zudem, wir gehen absolut sneaky vor und schauen und schleichen uns rein. Das hatten wir uns ja mal vorgenommen. Oder das hatte ich mir ja mal vorgenommen. Was mache ich nicht? Genau das. Ich glaube, hier runter lohnt sich auch nichts. Und hier oben werden ganz viele Verbrannte in dem Häuschen sein. Bisschen mein Verdacht, ha? Kein Verbrannter, nix. Da.
Ist aber mit jemandem, wir reden können. Bolton Greens. Ich habe den Loot gehört, tut mir leid. Ich muss Prioritäten setzen. Ach, Kinder. Da ist noch einer. Einer? Da sind noch ein paar mehr. Lass mich mal kurz ein bisschen in Deckung gehen. Ich sehe euch nicht. Da ist einer. Wo sind andere? Warte mal kurz. Was? Da muss auch noch irgendwo einer sein. Lass mich mal kurz ein bisschen deffen. Da muss... Ah, guck mal, da ist er. Warum treffe ich dein Köpfchen nicht? Mein Freund, jetzt habe ich dein Köpfchen getroffen. Haben wir es jetzt? Ich glaube. Ich nehme natürlich wieder alles mit. Da. Kampfgewehr. Da war auch irgendwo einer. Ich werde sie eh wieder nicht alle finden. Was ist das? Okay, da ist noch irgendwo einer. Ich sehe es nicht. Das Wett sieht es nicht. Also, wo ist er? Verdammt nah ist er. Quatsch. Hab ihn. Da. Wir gehen gleich in das Haus rein. Tup. Oh, guck mal, wie viel Zeug zu mitnehmen. Das macht mich ja richtig glücklich. Wie viel Zeug zu mitnehmen. Okay. Jetzt gehen wir in das Haus rein und, gucken mal, weil da oben war ja auch noch irgendwo einer. Da kamen aber auf einmal ein paar angelaufen, ha? Damit hatte ich nicht so gerechnet, nachdem es ja sehr ruhig war. Aber... ist nicht so dramatisch. Das Problem ist, ich habe die nur in dem ganzen hohen Gras nicht gesehen. So, ich würde mal sagen, gehen wir mal rein in das Häuschen. Schauen wir mal, dass wir da raufkommen. Irgendwie. Wir bleiben mal versteckt. Passe ich da durch oder bin ich zu fett? Natürlich bin ich zu fett. Kann ich da drüber hüpfen oder bin ich zu fett? Ich kann da drüber hüpfen. Bin doch nicht so fett.
Da ist aber ein nicht-aggressiver mit drin. Und den zeigt es mir jetzt schon an. Okay, okay, denn sein Kopf ist einfach mal durch die Wand. Okay. Gehen wir mal. Ganz vorsichtig. Durch die Tür hier rein. Wenn irgendwo da oben rumlaufen muss, solange wir auch versteckt sind und nicht auf Vorsicht oder Gefahr oder sowas, habe ich da sowieso keine Angst. Das heißt, die suchen ja nicht mal nach uns, sondern laufen einfach nur so ein bisschen rum. Und da müsste ich schon echt Pech haben, dass mir gerade einer über den Weg läuft. Hier schaut es eher aus, als ob hier Supermutanten herkören. Ich gehe mal noch nicht in die große Tür hier rein. Bleib auch erstmal hier unten. Guck mich hier mal nochmal um. Ich arbeite mich so langsam vor. Ich sehe ihn halt nicht. Ich sehe dich nicht. Am Dach steht noch einer. Den ich aber von hier aus nicht treffe. Okay. Mit dem reden wir gleich. Das heißt, die Tür hier ist ziemlich hinfällig. Ich wollte erstmal außen rumschauen. Über uns. Ich nehme einfach mal alles wieder mit. Versteckt, okay. Dann machen wir die auf. Perfekt. Was gibt's denn hier ein bisschen? Golfball. Ey. Ist ja voll enttäuschend. Oh, na safe. Ja, okay. Ah. Da. Gerade eben so schön die Tür aufgemacht und jetzt hat das Putz offen. Zack. Oh, ein Holoband. Hör ich mir an. Diese nutzlosen Trottel auszunehmen, damit wir nicht alle verhungern. Von sowas bekommt man Appetit. Aber im Ernst, es ist Tage her, seit wir etwas zu essen gefunden haben. Die
üblichen arglosen Reisenden sind selten geworden. Wahrscheinlich haben die verdammten Halsabschneider sie alle verscheucht. Oder sie teilen die Befunde nicht mit uns. Den anderen wird das nicht gefallen. Aber wir müssen wohl zu Plan B greifen. Edie ist bereits einverstanden. Ich denke an Gregory. Er hat jede Menge Fleisch auf den Knochen. Außerdem war er in letzter Zeit zu kaum etwas zu gebrauchen. Keiner wird ihn vermissen. Nun ja, vielleicht seine Frau und seine kleine Tochter. Aber Vanessa wird wissen, was gut für sie ist. Sie ist eine gute Kämpferin. Darum sollten wir sie noch nicht essen. Und das Kind? Nun ja, ich bin schließlich kein Monster. Außerdem ist an Kindern eh zu wenig dran. Irgendwer sucht uns gerade. Wo denn? Gefahr. Nee, wir sind noch im Blickfeld von irgendjemanden. Okay, jetzt sind wir versteckt. Okay, also haben sie sich gegenseitig gegessen? Hm, bestimmt lecker. Menschenfleisch, hm? Menschen werden halt zu Tieren. Essen sich selbst. Oder zu Tieren. Ich glaube, Tiere essen sich nicht mal selbst. Wenn sie Hunger haben. Also wir haben hier definitiv noch einen Gegner. Ich denke, er ist hier oben. Und da schauen wir jetzt auch mal rauf. Ich und das Wett sehen nix. Das waren zwar sehr schnelle und gute Headshots. Muss ich mich ernsthaft mal selber loben. Das war richtig gut. Das war ja ein Traum. Wenn ich so immer spielen könnte, hätte ich kein Problem mit irgendwelcher Munition oder sonst irgendwas. Gimme Buttercup, natürlich. Irgendein Rüstungsteil ist kaputt und ich habe euch gefunden. So. Aber natürlich ist hier keine Werkbank. Natürlich ist hier keine Werkbank. Wir sind auch nur massiv überladen. Klauen nehme ich mit. Nice. Ich nehme, wie gesagt, alles mit. Auch wenn hier keine Werkbank ist, weil wir sind eh überladen. Zack. Oh, da ist noch ein Koffer. Habe ich was übersehen? Dich habe ich schon. Okay. Dann würde ich mal mit dem Kerlchen... Oh, da ist noch eine Tür. In der Mitte reden. Ich gehe. Ich habe nichts gesehen. Natürlich ist hier keine Werkbank. Das ist natürlich wieder richtig geil. Hey! Hi! Okay, du bist sehr gesprächig. Sondern gucken wir mal kurz hier raus. Wo könnten wir denn hinlaufen? Wo eine Werkbank wäre? In die Richtung waren wir auch noch nicht. Warte mal, wir laufen mal. Wir könnten die Straße zurücklaufen. Wir könnten, ja, pass auf, wir laufen die Straße zurück, weil da ein Camp ist. Laufen zum Camp und machen uns da mal leer. Einen kleinen.
Wir können jetzt leider nicht schnell laufen, aber hey, wir können laufen zumindest. Das Camp ist ja direkt auf der Straße. Ja. No. Also müssten wir es finden. Die Straße hier? Die Straße hier. Weil da können wir uns hinporten. Dann machen wir noch schnell das Flugzeug und den anderen Laden da unten. Mal kurz leer machen. Und alles. Was war denn das dann früher? Wie heißt denn das? Bolton Greens. Keine Ahnung. Aber okay, irgendwas wird schon gewesen sein. War ein schönes Anwesen, auf jeden Fall. So, ab zum Camp. Zielgerichtet Richtung Camp. Irgendein Rüstungsteil ist auch broken. Das sollten wir auch mal reparieren. Jetzt wird gegessen. Einen guten. So, ich muss einfach nur die W-Taste drücken tatsächlich. Dann hole ich mir meine Dampfi mal her. Und jetzt sind wir überladen. Wir haben auch ein Level-Up, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ein Level-Up haben wir. Und eigentlich müssten wir auch schon wieder Kiste ausmisten, weil die haben wir auch ein paar Mal jetzt oder länger schon nicht mehr ausgemistet. Aber wir haben vorhin Munition gemacht, jetzt mache ich das nicht auch noch. Bup, bup, bup. So, mal Großmengen herstellen und einfach verkaufen. So ein bisschen was. Das können wir aber machen, wenn wir dann echt knapp beim Platz sind. Aber unser Level-Up würde ich gern noch. Da war irgendwas Aufklärungs-irgendwas gestanden. Deswegen war ich voll verwirrt. Oh, guck mal, wir kriegen wieder Hunger. Nein. Ich habe das Camp noch despawnen sehen. Ey, was ist denn los hier? Ich habe das Camp noch despawnen sehen. Jetzt sind wir eh fast vor dem Willing Power, da können wir auch klein machen. Ich hab's noch despawnen sehen. Karuman, warum tust du das? Hast du Synth-Rüstung an? Coole Rüstung. So schaut in Fallout 4 ja fast die Synth-Rüstung aus, die man machen kann. Ob da jetzt wieder Gegner hergespawnt sind? Bestimmt. War jetzt schon lange nicht mehr da. Gut, das wäre jetzt kein Problem. Machen wir auch weg. Jetzt kann ich halt meinen Schrott nicht weglassen. Ich hoffe mal, dass mir leicht genug werden. Noch 500 Schuss. Wie bist du gestorben? Eigentlich will ich ja nur zur Werkbank. Ja, schon wieder? Hier oben sind keine. Ich will nur zur Werkbank eigentlich. Und mir kurz mein Zeug klein machen, aber da werden bestimmt auch ein paar Gegner sein, oder? Ja, hier oben sind keine. Dann. Putz!
Oh, 300 noch irgendwas. Oh, das könnte vielleicht schon knapp werden. Es läuft was, ich hab's gehört. Weg. Er ist unter uns. Machen wir sie mal ganz schnell ganz weg hier. Das waren zwei Headshots. Ja, der steckt in der Wand, was soll ich denn machen? Immer noch nicht? Doch, jetzt haben wir alle. So, dann ist es eh egal, an welche Werkbank wir gehen. Gehen wir an die oben, machen wir kurz klein und fliegen mal, springen mal kurz dann zu unserem Camp, wenn wir nicht zu leicht werden. Wie viel 10mm Pistolen ich habe, hey. Krass. Sind auch. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass ich es nicht schaffe, leicht genug zu werden. Warum nehme ich alles mit, um halt auch die Mods und alles zu haben? Auch für Waffen, die ich nicht verwende. Und um nicht alles einzeln durchzugehen, nehme ich einfach alles mit. Nur mal so. Und wir sind doch leicht genug geworden. Wir haben genug Zeug dabei, was ich nicht gedacht hatte. Zack, sind wir schon wieder leicht. Das ist eine Waffenwerkbank. War hier eine Rüstungswerkbank? Dann würde ich gerne meine Rüstung mal reparieren. Das wäre nämlich cool. Hier ist eine Bastelwerkbank. Oh, wir könnten noch mal kurz kochen. Wir kochen mal ein Stückchen. Zack. Ich habe doch auch noch Rezepte. Waren die hier drin? Nee. Wo waren die drin, die Rezepte? Hier nicht. Notizen, oder? Zack. Zack. Blaupausen, habe ich da zufällig irgendwas bei eingesammelt? Oh ja, Bauplan. Kann ich den Sirup hier herstellen? Ich habe auf jeden Fall das, was man braucht, nicht. Okay, dann mache ich das genauso, wie ich es gesagt habe. Und zwar, du Arsch, ich springe. Wo springen wir denn hin? Helvita? Ja, komm, wir springen dahin. Da guck mal, da ist ein Level 5er auch noch mit. Springen wir mal dahin. Space Heaven, okay. Kenne ich nicht. Das Spiel. Ähnlichkeit hat er, muss man schon sagen. Nur er hat, ich habe grüne Augen, er hat blaue. Nur ich bin kein Charakterdesigner. Hey, Grosko. Welche Richtung gehen wir? Eigentlich passt es genau die Richtung. Ich will in die. Oder soll ich den Level 9? Ach, das schafft er. Ich brauche den Level 9er nicht helfen. Du kommst gerade ganz perfekt, wo es mal instabil wird, ist. Stream. So. Anscheinend wollten sie den Stein noch wegschaffen. Und was habe ich nicht repariert? Meine Rüstung. Naja, okay. Müssen wir daran dann dran denken. So, gucken wir uns erstmal um. Hier sind zwei. Da ist einer, da ist einer. Da ist einer. Da hinten ist einer. Da ist einer.
Na, ich hab gedacht, der läuft weiter. Okay, das war jetzt nichts mehr. Etzai, Mensch, wo schieße ich denn hin? Geh kap, fall um. Du sollst umfallen. Danke. Wo hat denn der sich jetzt versteckt? Hinterm Auto? Ah! So. Eigentlich war ich da. Ich hab den Ort hier irgendwie komplett vergessen. Wir brauchen trotzdem mal eine Handgefertigte in unserem Level. Das wäre schon mal cool. Dann muss ich nicht so hart auf die Headshots gehen. Wenn wir mal eine hätten, die wenigstens unserem Level entsprechen würde. Ey, so oft habe ich da nicht drauf geschossen. Mach Bumm. Da ist gerade einer gelaufen. Da sind sowieso welche drin. Gucken wir uns erstmal da drüben an, bevor wir uns das angucken. Da ist nämlich gerade einer gelaufen. Ich hab's doch gesehen. Oder zumindest hat sich was bewegt da. Ich hab noch nicht gesehen, was? Cool. Brauchstation. Bier. Bier, 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 Bier. Ich glaube, der ist tot. Vielleicht haben wir Glück und die Handgefertigte ist in unserem Level. Weil Mods haben wir ja schon dafür. Aha. Mal kurz gucken. Vielleicht habe ich Glück. Ja, okay. Ist. Geht's denn hier hin? Unten rum rein, hä? Huh? Yay, Uranium, Copyright. Copy, copy, copyright. Obwohl ich die Musik eigentlich aus hab, gell? Aber okay, das gehört halt einfach mit dazu. Oh, ich könnte... Ich könnte meine Rüstung reparieren. Chop. Ist ja irgendeine kaputt? Wo ist es? Nein. Wo ist es denn? Was war's denn? T, genau. Reparaturwerkbank. Stealthboy auch was Cooles. Aber da ich nie dran denke, den zu nutzen. Du bist schon tot. Kommt er weg? Ich vergesse so Zeug immer. So. Ich denke halt nicht dran, dass ich sowas hab. Weißt du? Oh, Kiste. Oh, Tür auf. Ich glaube, ein paar habe ich mit dem Auto trotzdem von draußen erwischt. Weil hier schon so viele Tote rumliegen und hier kein anderer Spieler war. Oh, schon wieder? Nee. Ja,
hätte eigentlich klein machen können, wenn ich gerade unten stehe. Doch, schon wieder. Hier ist der Vordereingang. Okay, dann gehen wir eher mal nach hinten raus. Schlüssel erforderlich, okay. Ich habe ja in Fallout 4 einfach Diamond City Radio geliebt. Muss ich halt ehrlich sagen. Ja, ist es nicht. Nein, ich wollte nichts trinken. Ja, ich habe meine Krankheit eingefangen. Schlüssel. Ich glaube, das war Greg. So, machen wir mal auf das Ding. Ich mache nicht mehr lang, gell? Noch bis, ja, 9 circa. Ich müsste gerade ganz dringend auf die Toilette. Ich trinke die ganze Zeit, weil ich ja relativ viel rede. Tabushi. Haben wir irgendwas Heiliges da zum Heilen, gell? Haben wir doch. Wo ist es denn? Heilmittel, so. Halt eine Krankheit, danke. Und ich würde gern mal was trinken. Und wir krallen uns mal ein Eichhörnchen am Stiel. Dann hoffe ich mal, dass draußen noch eine Werkbank ist, sonst muss ich nochmal wieder runterlaufen. Zack. Gegner sollten... Ja, hier ist zum Glück noch eine. Gegner sollten hier eigentlich keine mehr sein. Sollten. Ich habe nie gesagt, dass hier keine sind. Kann ich irgendwo mal ein bisschen Beton rumliegen? Bitte? Ich würde gerne mein Haus mal weiterbauen. So. Zack. Gegenstände verwerten. Wir haben so ein kleines Problemchen mit kein Beton. Dass ich meine Wände weiterziehen kann. Oh, nö. Genau. Die macht halt einfach so schon fast den gleichen, bisschen mehr. Dann hätte ich wenigstens mal endlich eine in meinem Level. Achso, habe ich Rüstung was dabei? Oh, eine Lederrüstung. Okay, gut, dann haben wir das. Und ich muss jetzt aber trotzdem mal ganz kurz in mein Camp rein, weil ich kann es nicht mehr halten. Ich habe so einen Wasserballon eigentlich gerade. Ganz schnell in mein Camp. Denn ich muss ernsthaft auf die Toilette. Und zwar dringend. Sorry. Ich laufe noch schnell in mein Camp, baue mir dann die Handgefertigte um. Dann bin ich wieder da. Und dann gucken wir uns noch das Flugzeug an. Dort, gleich ums Eck. Oh Gott. Wasserballon zwischen den Beinen. Hilfe. So, Türmchen, Türmlis, ihr macht das schon. Ich muss weg. Hilfe, lass mich darauf. Ich häng. Lass mich darauf. So, bis gleich. Warum laufe ich in die Richtung weg? Beachte mich nicht. Genieße nur die Aussicht. Ich habe neulich vom Mottenmann geträumt. Naja, ich glaube, es war ein Traum.
Eieiei, ich weiß schon, warum ich Gruppen nicht mag. So. Ich mache jetzt mal kurz den hier. Dann roche ich jetzt mal eine richtige. So. Und wir bauen uns unsere neue Handgefertigte um. Würde ich mal sagen. Modifizieren. Und ich lasse die mal alles. Oder ich mag ja meine jetzige. Gehärteter und verlängerter Lauf. Okay. Ach so, ich habe da noch gar nicht so viel. Und verlängerter Lauf. Okay. Standardkolben, Standardmagazin. Ich habe da an sich noch nicht so viel, ha? Huh? Oh, nö. Ja. Ja, doch. Ja. Doch, doch, doch. Oh, Rasse. Oh, nice. Da habe ich mal was Neues. Geil. Reflex mit Punkt. Mündungsbremse. Bajonett, nee. Und Standard aussehen. Okay. Dann kann ich die nämlich. Wir haben ein bisschen mehr Munition. Okay, das ist geil. Und ein bisschen mehr Damage. Nicht viel, aber ein bisschen. Okay. Das ist ja schon mal in Ordnung. Ich müsste trotzdem ein bisschen Plunder verkaufen gehen, ohne Mist. Favoriten? Ja, ich bleib hier. Schauen wir mal kurz, wie viele Schuss passen da rein jetzt? 25. Naja, nicht sonderlich viel, viel mehr. Aber mehr. Und kein Mod gerecht. Schade. Hätte mich gefreut, wenn wir da noch eine Mod für bekommen hätten. So, wir haben schon wieder was weiß ich alles dabei. Eigentlich müssen wir trotzdem mal, aber ich will es nicht ständig mit euch, ständig hier für euch irgendwo an welchen Händeln rumlaufen, auch wenn wir es schon lange nicht mehr gemacht haben. Ah, okay. Was für Müll. Wir machen es ganz kurz zum Schluss noch. Gehen wir am Händler vorbei, aber zuvor gucken wir uns jetzt wirklich noch das Flugzeug da an. Das heißt, ich... Warum habe ich das nicht geholt, als ich da war? Wir springen jetzt nochmal dahin, wo ich gerade eben war. Und holen da uns einfach mal was. Eieiei. Ich antworte mal kurz in der Gruppe. Alter, wie viele Nachrichten da halt gleich kommen. Wir wollen uns das Flugzeug, das ist da drüben, noch anschauen. Ich stehe vor einer Felswand, kann das sein? Wie komme ich denn darauf? Doch von hier drüben. Ja, dann gehe ich zum Sendeturm. Die zwei Kronkorn machen es jetzt auch nicht fett. Da war doch eine Klippe nach unten. Hallo Red Hirsch, ich tu dir nix. Keine Lust auf dich. Supermutanten? Oder was haben wir diesmal da? Da leuchtet was. Ach, das war nur der Schaltschrank. Sollte mir egal sein. Ich will nicht eigentlich nur zum Flugzeug. Okay, wir haben einen Bug. Was machen die? Was machen die zur Hölle? Oh Gott.
Irgendwo war da noch einer. Oh, ein Feuerflauter. Da hinten und da oben natürlich ein Supermutant, aber ich will zum Flugzeug. Das ist mein Ziel. Flugzeug! Ich komme, ich will fliegen! Hui! Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Ich habe Angst, dass hier eine Klippe ist. Jo. Ist es auch. Regenwei, okay. Horizon Rest. Ach, das ist gar kein Flugzeug? Okay. Na, wenn das kein Flugzeug ist, dann... Putz! Das war ein Hit, aber er hat's kein Le... Okay, das war jetzt aber kein Hit. Okay, was schieße ich denn gerade zusammen, Mann? Hä? Könntest du dich vielleicht nicht am Stein verstecken? Ich sollte erstmal die hier wegmachen. Warum ist da ein fucking Floater? Ich bin down. Oder auch nicht. Ich bin nicht down. Aber ich wollte hier nicht runter. Oh, das sind wir da unten. Natürlich ist es ja auch noch legendär. Yay, ganz viel Schrott für mich. Ganz viel Schrott für mich. Ich liebe Schrott. Tut mir leid, man muss Prioritäten setzen. Kampf oder Schrott? Da oben ist noch einer. Aber der ist legendär. Da würde ich gern eher... bessere Schussposition kommen. Scheiß drauf. Ist nur noch er. Ich glaube, der ist runtergefallen. Wir haben doch mal eine Granate. Komm, wir schnappen uns mal eine Feuerfloater-Granate. Die liebe ich nämlich. Ich liebe Feuerfloater-Sachen. Ich sehe nun aber nicht, wo er ist. Oh, der ist tot, der Siedler. Da kommt jede Hilfe zu spät. Ich kenne mich da aus. Wo ist er denn? Muss doch noch irgendwo einer sein? Wir gehen immer wieder, wir springen zurück auf Vorsicht. Das heißt, hier ist noch ein Gegner, wenn ich schieße. Der guckt jetzt natürlich, wo der Schuss herkommt. Ah, guck mal. Fang! Ah, meine Zigarette hat sich selber geraucht. Deswegen rauche ich ungern in Streams, weil sich meine Zigaretten immer selber rauchen. Okay. Aber guck mal, den habe ich die perfekt vor die Füße geworfen, die Granate. Jetzt gucke ich da nochmal rein. Auch ein toter Siedler. Wir sind immer noch auf Vorsicht, das heißt, wir sind immer noch nicht alleine. Oh, ein Rezept. Ah, das kennen wir schon. Gezogener Disteltee. Hier ist ein Knast. Ja, eine Splittergranate, der Raider. Ich sehe jetzt aber gerade mal
keinen. Ich sehe keinen Grad. Ich mal kurz gucken. Wo könnte er sein? In dem Moment, wo ich schieße, springen wir auf Vorsicht. Also hier muss irgendwo einer sein. Ah, das ist der hier. Nicht getroffen. Da brauche ich die Snipe. Ich sehe den nämlich nicht. Also muss ich schauen, dass ich da irgendwie runterkomme, weil da auch zwei liegen. Okay, jetzt sind wir eh... Also jetzt denke ich, jetzt ist Ruhe. Und wenn wir noch irgendwo einer sein sollte, kriegen wir ihn so weg. Da. Und wenn das Supermutanten aushält, hält es mich auch aus. Nö. Überladen. Natürlich überladen. Was denn sonst, hä? Ob hier irgendwo Werkbänke drin sind? Ich habe Angst, runterzufallen. Schöner Ausblick. Ich habe denn nicht den Verdacht, dass hier Werkbänke sein... Maschinenpistole. Ob hier weg, dass hier Werkbänke sein könnten? Hm, dich habe ich schon. Da. Jo. Hier drüben komme ich da dann hin. Ich glaube, da komme ich auch nach unten. Aber halt leider keine Werkbank weit und breit. Wo geht's denn hier hin? Auch irgendwo, wo wir da mal hingucken können. Ich muss alles mitnehmen. Es tut mir leid. Mir bleibt einfach nichts anderes übrig. Ich muss es einfach. So. Ah, kenne ich auch schon. Warum nehme ich das überhaupt noch mit? Kenne ich auch schon. Das ist so die Lootsucht in mir. Jede einzelne Blechdose muss mitgenommen werden. Stopp, die Laterne kann ich auch mitnehmen. Right away verdünnt. Da sind wir wieder hier, aber wir ist leider keine Werkbank. Verbranntes Buch, das können wir mal wirklich liegen lassen. Habe ich nicht hier irgendwo einen Weg noch nach unten gesehen? Ich habe doch hier noch einen Weg nach unten gesehen gehabt. Hier, guck mal. Aber nicht ganz runter, oder? Hä? Okay, aber wie komme ich wieder rauf? Right away. Hey, Redex. Wo ist der andere? Der runtergefallen ist. Sag nicht, der ist despawned. Ach, Mann, oh. Ah, da ist der Weg. Der ist ernsthaft despawned. Ah, warte mal, wir sind hier unten bei Helvita, gell? Da war ja auch Werkbank. Ja, Dünger nehme ich mal mit. Da waren ja auch Werkbänke, oder nicht? Ach, jetzt bin ich da. Kann ich ja trotzdem in die Richtung laufen. Ansonsten gehen wir einfach zu Gregs. Das ist auch nicht weit von uns. Ah, das ist Triebwerk. Ja gut, ich glaube, ich komme sowieso, wenn ich den Weg hier folge, bei Gregs raus. Dann gehen wir nochmal zu Gregs, machen da kurz alles klein. Dann verkaufen wir nochmal schnell alles. Hm?
Hier sind wir ja bei Gregs, aber wie komme ich hier runter? Hier rum. Guck mal, auf dem Dach war ich auch nicht. Kommt man überhaupt aufs Dach? Nö. Nö. Tschüpp. Ich glaube, hier ist auch noch nichts respawned. Nö. Noch alles tot wie gerade eben. So, dann. Jetzt bräuchte ich einen Level 50er, bald. Ich bin ja froh, dass er wenigstens nachfragt, hier. Ob du manche Sachen wirklich zerlegen willst. Okay, dann gehen wir jetzt nach Hause zum Camp. Da müssen wir eigentlich gar nicht. Wir gehen jetzt, ach, wo gehen wir hin? Station Grafton. Wir verkaufen da mal ein bisschen Zeug. Ich rauche noch mal eine. So. Nee, wir gehen doch zum Camp. Ich koche erstmal durch und so. Und verkauf's dann. Krieg ich wenigstens noch ein paar Erfahrungspunkte. Und ich wollte ja meinen Schrott auch mal ein bisschen ausmisten. Also doch noch mal zum Camp. Tschupp, ab zum Camp. Das Hilf-Becket nervt mich so hart, dass es hier auf dem Ding drauf liegt. Das nervt mich so hart. Da, 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 da. Jo. Ich wollte ja an sich ein bisschen ausmisten. Weil unser Lager schon wieder mega voll ist. Kochen wir erstmal alles durch. Was wir ein bisschen durchkochen können noch. Okay, das hat sich ja gar nicht gerechnet. Okay. Dann, was wollte ich noch machen? Dafür muss ich an die Bastelwerkstatt. Wir essen und trinken mal schnell noch was. Tschupp. Tschupp. Fancy Ladies Kuchen hier. Komm, Butz, wir tun uns mal richtig vollfressen. Gehen wir mal hier hin. Auch alles mehr Plunder, was wir hier machen können. Okay, dann gehen wir mal durch unseren Schrott. Wie ich halt einfach echt keinen Beton bekomme. Glasscherben. Gehen wir mal auf 400 runter. Gummi. Und auch mal Holz. So. Keramik. Können wir auch ein bisschen runtergehen. Ernsthaft? Wo habe ich eigentlich mein Camping hingestellt? Mal so eine andere Frage. Ich glaube, ich muss ein bisschen was reparieren. Wo steht mein Camping? Ach, hier außen.
Alle Gebäude reparieren. Oh, es fehlen Mutterbären. Weil irgendwer gerade meine Mutterbären-Dinger da hinten kaputt gemacht. So, chop. Zack, jetzt müsste ich es aber reparieren können. Chop, alle Gebäude reparieren. Wunderbar. Wir gehen wieder rauf. Ja, ich gehe jetzt mal hänge ich da. Ich will weiter Großmengen herstellen. Chop. Gegenstände herstellen. Da haben draußen die Siedler gerade geschossen und irgendwas gemacht. Knochensplitter, ja. Komm, auch mal auf 300 runter. Kupferschrott. Leder auf jeden Fall auch mal auf 300. Wünschte, ich hätte mehr. Weil da kriegen wir auch immer so viel. Plastik weiß ich nur nicht. Stahlschrott, ja. Stahl gehe ich aber nur mal auf 500, weil das braucht man doch ab und an mal. Stoff. Zahnräder. Öl habe ich auch viel, mega viel. Zahnräder machen wir auch auf 400. Plastik habe ich jetzt eh noch runtergedrückt, weil ich das ja für die Großmengen brauche. Also behalten wir das mal so. Cool. Jetzt gehen wir einfach zur Station Grafton. Die ist ja wirklich ums Eck. So, schauen wir mal dahin. Machen wir unser Zeug klein. Verkaufen wir unser Zeug mal wieder ein bisschen. Dass unser Lager mal wieder ein wenig leerer wird, weil ich ja alles mitnehme. Ich glaube, das ist aber auch nicht so schlimm, wenn ich alles mitnehme. Ich habe doch schon auf Handeln gedrückt, mein Freund. Ich habe schon auf Handeln gedrückt. Hallo. Danke. Weil ich sie einfach nicht verwende. Gut, die Floater-Sachen kann ich eh nicht loswerden. Bereit zum Handel mit Vorräten. Aufbereitetes Wasser. Nimm auch mal 17. Dann habe ich noch ein bisschen, habe ich noch genau die Hälfte. So. Knallbeerensaft. Wie gesagt, immer erstmal alles das weg. Was schlecht werden will. Oder schlecht werden kann. Und dann suche ich mir das Beste raus. Reicht doch Essen, oder? Ich mache noch das Kleine hier weg, hier, dass es ein wenig zusammengesteckt ist. Alter, ich habe 10 gut erhaltene. Blutpaket. Nein, 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 die Glückswackelpuppe nicht. Medex. So. Chup, Redex verdünnt. Red Away verdünnt. Stealth Boy. Gut. Das Restliche hebe ich mir auf. Ansonsten Schrott. Guck mal. Ich jetzt sammle Kronkorken und Scorponus. Also es macht schon einiges an Kronkorken aus hier. Guck mal. 2000 Kronkorken habe ich jetzt. Kriege ich noch einen? Nein. Okay, dann gehen wir jetzt aber einfach zurück zum Camp, weil wir müssen das nächste Mal eh woanders starten wieder. Und ich würde mich dann für heute jetzt verabschieden. Ich habe ja gesagt, ich mache bis 9. Jetzt habe ich eh schon wieder 5 Minütchen überzogen. Chip. Ja gut, ich starte eh wieder hier. Wir gehen ins Menü. Zack. Nee, wir gehen direkt auf den Desktop zurück.
Dann wünsche ich euch einen wunderschönen